So, moin. Kleines Problem mit dem Scheißhausschwengel. Der Dirk hat da nämlich so dass jetzt alles zu ist und genau das Richtige morgens um Viertel nach. Ja, seit 14 Jahren benutze ich so ein Klo und hatte noch nie dieses Problem. Guido ist jetzt den zweiten Tag an Bord. Komm, quassel nicht so viel. Ist das ekelhaft. Boah. Ja, so fliegst du aus. So, und nu? Ja, da siehst du ja mal, da oben hängt ja schon die Hälfte. Ich muss ja deine Finger nehmen. Tja, die Arbeit an der Bordtoilette gehört tatsächlich nicht zu meinen Stärken. Muss man gerade die Hände waschen, sonst kommt sich sofort. Fass nichts an. Ja, mach jetzt mal auf. Von daher bin ich nicht böse, als Dirk übernimmt. Eine Viertelstunde später läuft dann wieder alles. Guten Morgen, Herr Guido. Ja, morgen. Was haben Sie denn gerade so getrieben? Ich hatte heute Morgen etwas Verdauung, um es mal gelinde auszudrücken. Ja, das hörte sich anders an. Ja, und habe, trotz dass ich extrem wenig Papier benutzt habe, leider das Scheißhaus geschrottet. Diese Antwort habe ich schon öfters gehört, wenn ein Scheißhaus geschrottet wird. Ja. Ich habe diesmal extrem wenig genommen. Ja, habe ich auch. Nee, mache ich ja sowieso. Ich kenne es ja gar nicht mit dem Klopapier im Klo. Aber ist ja egal. Jedenfalls haben wir schon einen schönen guten Morgen gemeinsam verbracht. Genau. Auf einen Quadratmeter. Ja. Ich hätte bald reingekotzt in den Laden, aber ich kann das nicht so mit der Scheiße. Naja, dafür war ich ja dann da. Ja. Und also mit Scheiße, das ist schon mehr dein Ding so. Das war so mehr mein.